Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zero Maiden of Blackwater. Wir sind hier wieder zurück, wir spielen wieder Rennen. Der gucken muss, dass hier alles im Antiquitätenladen gut abläuft. Der überwacht hier nämlich mit seinen Kameras ein bisschen, wie ihr wahrscheinlich schon im letzten Part gesehen habt. Und falls ihr gerade wundert, ja, habt eine neue Brille, die muss ich jetzt ein bisschen weiter unten tragen. Ah, endlich. Jetzt sieht man nochmal wieder ein bisschen schärfer. So. Ich weiß nicht, was alles gespeichert hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder erstmal auf die Überwachung gucken muss. Ey, sag bitte nicht, wir sind mal am Anfang des Chapters. Wir haben jetzt diese komischen... Ja, die haben wir jetzt gesehen. Vorne in den Verkaufsräumen auch. Wir haben im letzten Part ja schon ein bisschen gefightet. Okay, bei ihr ist nichts. Okay, bei ihr auch nichts. Okay, wir müssen vor. Ja, also wir kommen tatsächlich immer weiter voran im Spiel. Tut sich auch relativ gut. Ging hier nicht die Treppe hoch? Das war ein Scheißweg, oder? Ja. Ich habe mittlerweile schon wieder alle Charaktere vergessen. Ich krieg die Namen nicht auf die Reihe. Rui war, glaube ich, unsere Assistentin. Und hier der Ren haben wir hier. Und die da... im Nebenzimmer sind, auf diese müssen wir aufpassen. Ach du Scheiße. Hi. Okay, verschwinden. Alter. Alter, das war ein Jumpscare. Digga. Gib mal die Erinnerung her. Ja, das hat sich geklärt. Bam. Bam. Bam! Alter, mir gefällt seine Kamera super. Die Fähigkeit ist perfekt. Und die so richtig zu ownen. Ja, komm, komm. Ja, du greifst voll in den Schrank rein. Ah, wir haben die Punkte. Nice. By the way, ich weiß nicht, warum meine Webcam so ultra dunkel ist. Eigentlich habe ich dieselbe Beleuchtung wie immer. Aber es ist so. Hier bleiben. Ach ja, komm. Wie hieß die andere? Wie hießen die, auf die wir jetzt aufpassen? Ich habe tatsächlich den Namen von unseren Hauptcharakter vergessen. Hisoka war die, die wir suchen mussten, ne? Es kommt davon, wenn man das Spiel alle 2 Wochen spielt und die Charaktere halt so ultra komplizierte Namen haben. So, wir klappen jetzt nochmal jeden Raum ab. Alter, der Ren hier. Auf seiner scheiß Beobachtungstour. Der läuft hier halt durch wie bei Five Nights at Freddy's. Hier noch irgendwer drin? Scheiße, ich dachte, jetzt können wir nochmal den Namen sehen. Aha. Ja, okay. Hier ist nichts. Uiuiui. Also ich rechne noch bei dem Projekt mit so um die, boah, lass mich nicht lügen, 10 Parts oder was. Und dann sind wir auch durch. Also das war dann wirklich verdammt lange, das Projekt. Hier läuft das komische Radio wieder. Irgendwas sonst hier drin? Nein. Schätze ich mal, gehen wir zurück. Oder klappern das andere Zimmer noch drin? Also klappern wir das andere noch ab. Weil ich bin gerade tatsächlich an einer Art Möglichkeit dran, wie wir PS1 und PS2 capturen können. Also zum Großteil PS2, weil PS1-Spiele können wir auf der 2 spielen. Oh, hinter dem Bett von ihr hatte sich doch beim letzten Mal ein Geist versteckt. Hallo, kann ich checken, ob alles gut ist? Ja, das wird schon. Okay. Ich weiß nicht, ob wir auch hier Random Encounter kriegen können. Und was die Möglichkeit angeht, eine sehr, sehr alte Capture Card und eine sehr, sehr alte Software. Ich muss mich darüber nochmal erkundigen. Aber es gab anscheinend mal eine Elgato Capture Card, die PS2-Signale aufnehmen konnte. Wie geht's ihr? Ren einfach so, ja, okay, die liegt da, die sitzt da halt unten komplett depressiv. Jetzt ist hier nichts mehr.
Unser Zimmer. Also ich wette, da werden wir auch irgendwann mal was drauf sehen. Eine Priesterin. Ist das ein Kackernst? Wirklich? Wie sieht's bei den Mädels aus? Holy shit. Holy shit, sofort hoch. Das Zimmer ist ausgeschaltet. Was ist da los? Ich sollte besser nachsehen. Ah, ja, Juri hieß die eine. Rui. Gib dich zu Juris Zimmer. Vergiss es. Vergiss es. Ich gehe runter zur Priesterin. Ich glaube, jetzt wäre das wahrscheinlich eine Key-Entscheidung, wohin wir gehen. Aber wenn wir uns das hier schon in der Mitte ansehen können. Das nichts. Okay. Ich weiß, ich hätte auch durch die andere Tür gehen können, aber ich wollte. Oh ja, oh ja, oh ja. Was macht die hier? Was macht die hier? Ich glaube, gleich geht's ab. Ja, danke, das Spiel, dass du mir das zu spät angezeigt hast. Wo zum Teufel bin ich? Ist das eine Vision, in der sie gefangen ist, oder? Ah, das ist das Haus. Mann, der Gesteife, das ist unser Freund, der uns angerufen hatte, komplett benommen. Andere Sache, wie sehen denn eigentlich unsere Punkte aus, ehe wir jetzt hier weiterlaufen? Optimierung. Nichts. Ja, okay, dann hat sich das geklärt sofort. Ach ja. Lässt sich nicht öffnen. Es ist etwas Mächtiges, hält sie verschlossen. Und ich habe, also ich bin kurz vorm Endfight bei der PlayStation-Version von Project Zero. Okay, hätten wir auch lang gehen können. Aber der ist so unfassbar nervig. Der ist so unfassbar. Ich will es nicht schwer nennen, weil man eigentlich. Davon konnte ich jetzt kein Foto machen. Weil man quasi genug Ressourcen hat, um den Endfight zu machen, aber er ist einfach nervig. Fängt mit einem Boss, der sich heilt. Was sind jetzt liegen auf dem Boden. Was ist auf den Boden gefallen? Was könnte das bloß bedeuten? Herr Hojo ist von der Frau im Foto fasziniert. Er konnte noch nie gut mit Frauen umgehen. Jetzt scheint er sich jedoch zu verändern und ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich möchte, dass sich zwischen uns nichts verändert. Oh nein, die Beziehung, die wir jetzt haben. Ich mag die Doppeldeutigkeit. Was? Er muss sich bald entscheiden. Ich frage mich, wie. Also ist sie neidisch auf dem Foto? What the fuck? Na, es muss irgendwie einen Einfluss haben, dieses ganze Geisterkram auf sie. Dass es nichts gebracht hat. Gar nichts. Was? Die Tür ist nun geöffnet. Was ist hier? Ah ja, okay, ich schätze mal einen Rückweg, aber ich werde Rui folgen. Obwohl, wir sehen uns das mal an. Wenn es irgendwas Optionales ist, will ich das machen. Nee, okay. Scheint wirklich eine Art Rückweg zu sein. Hier kommen wir wahrscheinlich gleich lang. Es ist so fucking weird, ne? Es ist sowas von komisch. Aber mir gefällt's. Ey, das Spiel macht wirklich Spaß, obwohl es wirklich halt Backtracking das Spiel ist. Also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo du so oft in denselben Ort und mit denselben Charakteren zurücklatschen musst. Das macht es natürlich realistischer, aber es macht es auch gleichzeitig einfach kaputt. Holy shit. Alles okay? Er ist eingepennt.
Oh ja. Jo. Eins A. Das war gut. Du Vollidiot. Oh, die werden alle mitgenommen, oder was? Die werden alle mitgenommen. Wo sie hat ja nach ihrer Mutter gesucht. To go back to Mount Akami. Can you take me there? What? No way. It's too dangerous. Well, if that's your answer, thanks for everything. You don't mind if I borrow this, do you? Maybe I'll be able to find Yuri as well. Hold on, wait. Did he kill her? I'm going. Goodbye. Okay, am Anfang war sie ja mein Favorite Character, aber langsam entwickelt sie sich zu einer kleinen Bitch. Also, was ist der kleinen Bitch? Sie weiß, wohin sie will, aber so dieses, diese, sie wird sehr kalt. Sie wird sehr kalt. Das hat am Anfang halt nicht den Anschein, leider. Aber gut, sie hat halt auch eine harte Vergangenheit, das haben wir halt auch gemerkt. Sie muss wahrscheinlich so kalt sein, sie hat viel Shit erlebt. Okay, Ren fällt in Tiefschlaf, nachdem er die schlafende Yuri und Mio. Ah, Mio hieß sie. Toll. Am besten würde ich ihren Namen vergessen. Über seine Überwachungskameras im Auge behalten hat. In seinem Traum läuft er Rui hinterher. Als er wieder erwacht, stellt er fest, dass sowohl Yuri als auch Rui verschwunden sind. Er bemerkt, dass Mio sich gerade fertig macht, um bald mit Yuris Kamera Obscura. Ach, die hat die Kamera auch wieder genommen. Ja, klar. Auf den Higami-Berg aufzubrechen. Als die Tür hinter Jans Schloss fällt, ist Ren sichtlich verwirrt. Nochmal auf diesen Kackberg. Ja, wunderbar. Note A. Hey, wir kommen gut durch. Erinnert euch, ich konnte keinen Schwierigkeitsgrad am Anfang einstellen. Neunter Tropfen. Okay, finden wir Yuri. Yuri ist spurlos aus dem Antiquitätenland verschwunden. Mio nimmt die Kamera Obscura und begibt sich auf den Ikami-Berg, um nach ihr zu suchen. Ja, und wahrscheinlich auch nach ihrer Mutter. Das haben wir ja erfahren. Ich habe mir noch nie irgendwas kaufen müssen. Der heilige Sarg. Mio Hinasaki. Ja, das ist nochmal eine Zusammenfassung. Ach na, nee, okay, da ging es auch um die Mutter. Alles klar. Ich sag, die wird auch irgendwie noch ein Gegner werden. Und für Yuri haben wir ja eben auch gesehen. Die hat sich auch nochmal die Ehre gegeben. Ich kann spüren, dass Yuri auf dem Weg zum Berg ist. Wenn ich die Kamera Obscura benutze, kann ich sie vielleicht retten. Okay. Stimmt, sie hat ja dieselbe Gabe wie Yuri, sind quasi ein, also sind quasi sehr same, die beiden.
Können wir jetzt legit zurückfahren? Ich brauche es derzeit nicht. Okay. Alles klar. Was für Punkte hat sie? Kamera 91.000. Legit, das ist ganz geil. Aber ich würde gerne auf die Power sparen. Also lieber noch nicht. Also nochmal dieser Weg hier. Ist nochmal diesmal was unten? Nein. Ja, letztes Mal waren wir an diesem riesigen See. Irgendwas sagt mir, dass wir da diesmal weitermachen können. Was zum... Führung Zeitlupenschuss. Halte ZR gedrückt, um Geister zu verlangsamen. Damit verbrauchst du Geisterenergie. Wenn du ZR los... ZR. Ah. Da nehmen alle anvisierten Geister Schaden. Ist das eine Special Ability von ihr? Ah, scheiße. Bam. Ich würde mal sagen, ich kämpfe lieber so weiter. Das war eine dumme Idee. Bam. Okay, sie scheint andere Specials zu haben wie Yuri. Ja, du disappearst, das ist mir Latte. Bam. Kommen wir nirgendwo rein. Oh, hier haben wir beim letzten Mal das erste Mal diese Riesenfrau gesehen, gegen die wir dann gefightet haben. Ich habe by the way nicht nachgeguckt, was das für eine japanische Legende war. Aber es war eine. Okay, stinknormaler Film. Hier können wir uns quasi noch ein bisschen equippen und ausrüsten. Nice. Jetzt kommt was. Okay, es kommen verdammt wenig diese Geisterhände. Na gut, die müssen einen noch schocken. Schauen wir mal, dass wir diesmal gut durchkommen. Erst mit Rennnetz, das Kapitel war nicht schlecht, aber das war halt auch schnell gegessen und das war halt Lauf hin und her, Lauf hin und her, Lauf hin und her. Spiel, was willst du mir zeigen? Ah. Hey, safe müssen wir da auch irgendwann runter. Ja. Ja. Hey, fick dich, Spiel. Fuck you, Alter. Mittlerweile weiß man, wie es tickt. Oh, so. Hätte sich nicht aber legit nicht ein besseres Outfit geben können, Alter. Es muss doch kacke kalt sein hier oben. Fing mir dann eh wieder durchs Wasser strapp. Sie hat halt. Sorry, legit, aber sie hat halt so ein Outfit, Alter, das. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Das habe ich schon beim Spiel angesprochen. By the way, das ist Nintendo, ne? Das ist Nintendo, hat das rausgebracht. Oh nein, wir müssen jetzt in diesen elenden Kackschrein. Wo wir sie rausgerettet haben, oder was? Oh, bitte nicht. Ich prognostiziere, diese Wächter werden gleich wieder. Oder müssen wir zum See? Bitte nicht wieder in den Schrein. Ich mach's trotzdem. Obwohl ich keinen Bock drauf habe, gehe ich trotzdem hier hoch. Ich möchte da auch nicht wieder rein. Okay, sie sagt es wenigstens, dass sie da auch keinen Bock mehr drauf hat. Diesmal müssen wir tatsächlich Yuri suchen. Na, das wird interessant. Ach, wirklich? Bam. 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 Das sollte ihm den Rest gegeben haben. Hä? Imagine, der Typ war mal ein Bossgegner.
Ich verstehe das mit dem Gegner verlangsamen nicht. Wir drücken ja dauerhaft L, ja, R, L oder wie das H war, die Taste. Oh. Jetzt haben wir so einen Special-Schuss abgefeuert. Das habe ich noch nie gemacht. Na komm raus. Bam. Alter, der sieht schon abgefuckt aus. Man muss immer sagen, die Kämpfe dauern so unfassbar lange, weil wir halt mit dem niedrigsten Film schießen, ne? Wir sparen uns halt alles auf, jegliche Ressourcen. Normalerweise würde das viel schneller gehen. Das war's, Digga. Over hell, Alter. Okay, der war halt absolut verzweifelt. Der hat wahrscheinlich Dinge getan, die er hart bereut hat. Oder was? Oder war krimineller etc. pp. Und die hat das halt gesehen oder was? Auf jeden Fall hat er sehr viel auf dem Kerbholz. Und wir haben ja erfahren, dass die Priesterinnen anscheinend so die Fähigkeit haben, in die Seele von Leuten reinzusehen. Oder halt quasi in Leute blicken können. So, so gesagt halt, als Redewendung. Und das... Das hat ihn halt absolut nicht gefallen, deswegen hat er alle umgelegt. Also der Grund ist mir ein bisschen, ja, okay. Aber geile Sequenz, muss ich sagen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich als Thumbnail habe. So. Oh, das Gebiet war die Hölle beim letzten Mal. Das war so nervig. Aber immerhin, solange wir Kinesa-Ding hier kriegen, ist das. Geht das noch klar. Mädchen verhüllt im Schatten. Okay, sah irgendwie cute aus, aber ich habe das Gefühl, dass die uns gleich das Leben zur Hölle machen wird. Was? Miko Hinasaki. Muss man die kennen? Vielleicht ist das aus einem der anderen Teile die Mutter? Dieser ehemalige Hauptcharakter? Auch jetzt wahrscheinlich könnten wir nach Yuri suchen, aber wir suchen halt jetzt mal die Mutter. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das keine gute Idee ist. Sie war hier. Oh, das ist eine ganz dumme Idee. Ein Fetzenpapier liegt auf dem Boden. Hat meine Mutter ihn zurückgelassen? Ich
Ich muss gehen, es tut mir leid. Verzeih mir. Was das mir helfen könnte, okay. Früher hingeführt hat. I don't know. Aber du solltest dich beeilen, Yuri zu finden. Weil sonst... Also das hat ja keinen Sinn. Deine Mutter ist höchstwahrscheinlich tot. Yuri könnte noch leben. Wenn wir uns ein bisschen beeilen. Ich habe keine Ahnung, ob das noch der richtige Weg ist. Wie es aussieht. Oh, hier haben wir doch gefightet gegen die Alte, oder? Was bist du? Scheiße. Bam. Ah, verdammt. Bam. Also anscheinend haben wir diese Fähigkeit eine gewisse Zeit lang. Wo ist die? Okay, wenn es diesen bestimmten Parameter erreicht, können wir die Fähigkeit einsetzen. Das ist wahrscheinlich extra Damage. Ach du Scheiße. Ist sie tot? Ich will halt auch nicht, dass sie zu weit weg ist, weil... Kacke, renn. Oh, das ist eine Hangne. Wunderbar, toll. Ich könnte darauf verzichten. Ach du Scheiße. Alter, die ist schnell. Lassen wir sie kommen. Bam. Gib mir die Erinnerungen. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Ja, also die Priesterinnen scheinen ganz, ganz nette Frauen gewesen zu sein, die Leute zu nichts angestiftet haben. Gar nicht. Also, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, die sind böse. Nein, jetzt sind die doch gar nicht so böse. Die wurden ja auf eine von den Typen abgeschlachtet. Aber jetzt erfährt man, Alter, die haben den dazu gebracht, alle abzuschlachten. Die haben jedem irgendwie Schuldgefühle bereitet und jeden irgendwie zum Selbstmord gezwungen. Oder war es nur diese eine? Aber ich schätze mal, dass es doch eher alle waren, weil... Es wurde gesagt, dass diese Shrine Maidens oder was
Oder all die, die zu diesen Stützen werden sollten, alle solche Fähigkeiten haben. Bitte sagt das... Oh, hier hinten. Ja, okay. Wir scheinen den richtigen Weg gefunden zu haben. Wir sind absolut überhaupt keine Items. Und irgendwie nur gescriptete Gegner. Okay, ich würde sagen, 5 Minuten machen wir noch. Ich glaube, jetzt können wir hoch zum Berg, wo Yuri beim letzten Mal auch war. Aber Schrein der Vergänglichkeit. Ich bilde mir nicht ein, dass wir hier irgendwas machen können, um sie zu retten. Also die Hoffnung, die Möglichkeit habe ich schon längst verworfen. Schrein der Vergänglichkeit, okay. Oder sind wir zurückgegangen? Hä? Ich Vollidiot, ich bin zurückgelaufen. Das ist nicht dein Ernst. Wie habe ich denn das gebracht? Ja, Alter, komm. Also die neue Brille hilft anscheinend wirklich sehr. Oh, scheiße. Ja. Einfach hinterher. Und wir gucken, dass wir diesmal den richtigen Weg laufen. Hä, wie habe ich denn das zustande gebracht? Da lang? Okay. Ja, okay, okay. Du darfst mich jetzt aber nicht auf den Pfad von deiner Mutter da führen, ne? Okay, hier lang. Da lang, okay, okay. Nee, die Fähigkeit ist ganz nützlich, aber meistens findet man halt so seinen Weg. Ich jetzt anscheinend nicht, weil ich stupid bin. Okay, hier lang. Also ich war eben auf dem richtigen Weg, nur ich bin zurückgelaufen. Hä? Euer Horror-Top-Let's-Player seit fast 2 Jahren. Ihr wisst es doch, kennt es doch. Ein Profi in seinem Gebiet. Scheiß drauf, ich nehme das mit, was auch immer das ist. Nein, 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 du nimmst jedes Item mit. Aber wir werden eh gleich hoch zu diesem komischen Hügel kommen. Alter, perfekt, dass wir nochmal umgedreht haben. Ich würde sagen, bis dahin machen wir noch. Bis dahin, bis wir wieder bei dem Hügel sind. Bei dem See. Weil dann wird es wahrscheinlich auch einen Speicherpunkt geben. Hier schätze ich mal, ich muss alles nochmal machen. Ja, komm, holen wir das Item. Holen wir, was wir kriegen können. Ich sag so, wir werden jetzt zugeschmissen mit jeglichen Scheiß und später beim Final Fight. Oder so kriegt man voll aufs Maul. Eine Priesterin, ja klar, Alter, als ob ich mir nichts Besseres gewünscht hätte. Ah, aber so inne. Ich glaube, die sind ein bisschen schwächer. Ah. Bam. Ja, okay, wir rennen. Rennen, rennen, rennen. Die hält viel aus. Ich zeig dir nichts. Gar nichts. Ja. Okay. Wir werden uns jetzt... Ja, okay, da lang. Ich würde schon sagen, wir werden uns weiter verlaufen. Ich weiß, hier ist noch ein Item in dem Gebiet, aber...
Ich werde einen Teufel tun, das jetzt auch noch zu... Ich werde einen Teufel tun und werde das jetzt noch suchen. Ey, da ist eine Notiz, aber... Nee, das ist nur ein Film, okay. Bisschen Weihwasser, das ist nicht schlecht. Ich werde jetzt wohl kaum zurückgehen und den letzten Film auch noch holen. Und wie sieht's aus? Sind wir von Nessa verschont geblieben? Total. Kleiner Wichser, ich konnte nicht früh genug schießen. Ja, dass ich das noch machen kann. So, du ich wollte jetzt meinen Special-Schuss abfeuern. So. Bam. Gestärkter Schuss, nice. Wird da wieder angreifen? Ja. Ich glaube, was war seine Fähigkeit? Der hält nicht viel aus, aber der gibt ordentlich Damage. Bam. Es ist Dark Souls mit einer Kamera. Seine Punkte holen wir uns jetzt auch noch. Ja, die Kamera. Optimierung. 120. Alter. Angriffsreichweite ist halt so ein Witz. Weil die Reichweite auch so schon gut ist. Und ich muss Gegner nicht so nah an mich, also nicht so weit von mir weg haben. Bitte sag mir, dass das der richtige Weg ist. Weil sie genau das Tor, wo ich eben durchgegangen bin. Zum Zwielichtgipfel. Ja. Ja. Okay. Okay. Ist das hier der Gipfel oder... Ah ja, okay. Gehen wir noch durch das Tor, um einen möglichen Save Point zu triggern, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass ich gleich alles nochmal spielen muss. Also was heißt gleich beim nächsten Mal? Okay, fight. Ach, du Scheiße. Ja, das war verschwendet. Die machen halt legit überhaupt nichts. Die armen Kinder. Yes. Ah, ich dachte, das wäre ein guter Schuss. Ja, ich hätte eine Sekunde warten müssen. War's das? Die hält das halt immer noch raus. Was mit... Ja, ja. Oh, die sind nicht blöd. Ja. Schon jemand down? Nee. Hast du so gedacht, Alter? Okay, die zwei sind weg. Jetzt nur noch er. Gib mir Erinnerung, gib mir Erinnerung. Ich will die Punkte. Sorry, Junge. Alter. Okay, das war's mit diesem Part von Project Zero. Wir sind wieder, wie hieß das? Zwielichtgipfel, wo wir jetzt sind. Und hier werden wir wahrscheinlich im nächsten Part Yuri finden, hoffentlich. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Es wird nicht mehr so lange dauern. Es wird wieder nicht 2 Wochen dauern bis zum nächsten Part. Ciao.